und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Roman. Mit neuer Frisur. Und die geht es nämlich heute. Wir haben die komplette Geschichte der Haartransplantation. Ihr habt auf Instagram das Ganze mitverfolgen können, ihr habt Fragen stellen können. Dementsprechend, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann werdet ihr natürlich den weiteren Verlauf so ein bisschen besser mitbekommen, weil ich jetzt hier nicht jeden Tag ein Video natürlich dazu online stelle. Deswegen schaut da sehr gerne vorbei, folgt mir da sehr gerne, dann seht ihr Roman und immer wieder, wenn ihr Fragen habt, dann werden wir die da auch mal beantworten. Aber heute werden wir hier in diesem Video mal alle möglichen Fragen beantworten, die bisher gestellt wurden. Deine Geschichte dazu erzählen. Mhm, freue ich mich. Also Roman wird sehr viel in diesem Video tatsächlich mal reden, weil es geht ja immerhin um ihn. Und was wir hier einmal ganz kurz sagen wollen, ich habe extra auf Instagram tatsächlich gefragt, wie viele von euch Blut sehen können, wie viele die OP sehen wollen. Wir haben das Ganze jetzt so gemacht, es wird hier einen Teil des Videos geben, der um die OP sich dreht. Also ich durfte dabei sein, ich durfte alles filmen und ich fand es super interessant. Es ist aber blutig und deswegen kommt davor aber nochmal eine Triggerwarnung. Ich spreche es mir hier jetzt nochmal aus. Also es wird eine Triggerwarnung geben, kurz bevor diese Videos kommen. Und es wird einen Timecode sozusagen geben, ab wann ihr wieder ins Video dann schalten könnt. Also pausiert einfach und spult dann vor bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video ganz normal weiterläuft. Und dann sollte euch allen nichts passieren. An alles gedacht, die Frau Prokop. Genau, dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß hier bei dem Video. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie einfach unten in die Kommentare. Wenn da super viele Fragen zusammenkommen, dann werden wir vielleicht nochmal einen Teil 2 einfach drehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, ohne viel Palaver starten wir einfach mit der Fragerunde und mit den meistgestellten Fragen von euch. Und deswegen nehme ich einfach mal das Frageblatt hier in die Hand und wir starten mit Frage Nummer 1. Warum hast du es gemacht? Und hat jemand tatsächlich auch gefragt, ob eine Glatze in Frage gekommen wäre und ob das für mich tatsächlich auch ein Problem gewesen wäre? Also dazu muss man ja sagen, das Problem mit den Haaren, das hatte ich ja schon vor, Annika. Denn ich habe vor ziemlich genau 6 Jahren schon mal eine Haar-OP gehabt. Und zwar hatte ich Geheimratsecken gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute wissen, was Geheimratsecken sind. Das ist eine Art kreisrunder Haarausfall im vorderen Bereich. Und die haben mich einfach unfassbar gestört. Die haben mich gestört, erstens, weil ich 29 war. Ich finde, ich war noch kein Alter für Geheimratsecken. Und ich habe halt gemerkt, dass ich angefangen habe, mir die Haare oder die Ecken zu kaschieren mit meinen Haaren. Das war irgendwann so auffällig, dass Leute gesagt haben, dann mach dir doch lieber eine Kurzhaarfrisur und steh dazu. Da war ich aber nicht bereit dafür. Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, auch unter anderem über YouTube. Wie sie sehen, macht Freude, hieß derjenige, der mich da inspiriert hat. Und so ist diese ganze Thematik eigentlich ins Rollen gekommen, habe mich dann schlau gemacht und habe dann am 8. Dezember 2015 meine erste Haar-OP gehabt. Und um die Frage eben auch nochmal von mir auszuklären, er hat es nicht gemacht für mich. Also, ne, wie wir gerade gesagt haben, er hat nicht da, oder wir haben uns zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht gekannt. Und Roman hat mir auch super oft gesagt, er hat es nicht für irgendwen gemacht. Und er hat es jetzt zum zweiten Mal ja auch nicht gemacht, um weiterhin Frauen kennenzulernen, hoffe ich zumindest. Nein. Also dementsprechend, Roman hat diese Entscheidung nur für sich selbst getroffen. Obwohl ich auch sagen muss, habe ich dir auch schon ganz ehrlich gesagt, dass wenn du das wahrscheinlich das erste Mal nicht gemacht hättest, dann wäre es, ich weiß nicht, ob es zu einem ersten Date gekommen wäre, weil ja mein erster Eindruck von dir dadurch ganz anders gewesen wäre. Klar. Und das muss man ja auch sagen. Ich weiß, also wir haben auf jeden Fall ja Fotos von dir, auch wie er vorher aussah, wie er kurz nach der OP aussah und sowas. Roman wirkte super viel älter. Ja. Also Haare machen so viel aus und ich meine, ich bin jetzt aber, ich habe mich super an diese Kurzhaarfrisur gewöhnt, dementsprechend, ich hätte auch jetzt nichts gegen eine Glatze oder sowas, ne? Also ich meine, ich liebe diesen Mann, egal was er auf dem Kopf hat. Jetzt, eben. Aber so der erste Eindruck wäre ein anderer wahrscheinlich gewesen, wenn du die erste OP nicht gemacht hättest. Also eine Haarlinie ist halt quasi der Bilderrahmen für dein Gesicht, ne? Und dementsprechend war mir das schon wichtig, dass ich einen schönen Rahmen habe. Aber wie das irgendwo wirken kann auf verschiedene Gesichter, dazu kommen wir eigentlich nachher noch, wenn wir es in der Praxis zeigen. Die haben da super viele Vorher-Nachher-Fotos, wo ich vom Glauben abgefallen bin, dass das dieselbe Person ist. Ja. Deswegen dranbleiben. So, die zweite Frage, die gestellt wurde und die wurde mit am häufigsten tatsächlich gestellt, ist,
Wo hast du das machen lassen und warum in der Türkei? Würde ich gleich mal mit dem zweiten Teil anfangen. Warum in der Türkei? Das sind zwei ganz ausschlaggebende Punkte. Zum einen die Qualität. Vor allem Istanbul. Also wir waren in Istanbul. Die Qualität der OP, weil für die Türken ist das quasi wie täglich Brot. Also ich habe mit Annika nach unserem Ausflug spekuliert, wie viele Leute wir sehen werden am Flughafen, die eine HOP oder andere Schönheits-OPs gemacht haben, und Annika ist vom Glauben abgefallen. Unfassbar, der halbe Flughafen gefühlt war voll. Und unser Flugzeug war voll mit Leuten, die dieselbe OP hatten wie Roman. Genau, und deswegen, die machen das wirklich an einem Tag, machen die 2 bis 3 OPs. Und der zweite wichtige Punkt ist ganz einfach der Preis. Also in der Türkei ist es wesentlich günstiger, als wenn man das hier in Deutschland machen würde. Bei Medicare Exclusive habe ich das gemacht. Wie gesagt, ich bin bei meiner ersten HOP schon da gewesen und dementsprechend war mir das wichtig, dass ich bei der zweiten OP auch das da machen lasse. Erster Grund, ich war sehr zufrieden mit der ersten OP. Und zweiter Grund, die hatten all meine Daten, die wussten, wie viel Crafts sie bei der ersten OP schon entnommen haben und wie viel es Sinn macht, nochmal zu verpflanzen, damit ich nicht hinten kahle Stellen habe. Und das waren eigentlich zwei ganz wichtige Punkte, und dazu kommt halt, dass ich mit dem Service mega zufrieden war. Was ich auch super wichtig tatsächlich fand, Medical Exclusive ist nicht die Praxis selber, also oder nicht die Klinik, sagen wir es so, nicht die Klinik, sondern Medical Exclusive ist so gesehen der Partner für alles. Also die organisieren wirklich alles, und ich fand das so entspannend. Roman hat mit denen tatsächlich nur per WhatsApp einfach Kontakt gehabt. Und auf Deutsch. Und auf Deutsch, also wirklich, und das werdet ihr, weil wir zeigen euch nachher ein paar Videos, ihr werdet das sehen, die sprechen eigentlich alle Deutsch. Und das finde ich so wichtig, gerade bei einem Thema, wo man, auch wenn man jetzt Englisch irgendwo sich austauschen kann, aber das sind Fachbegriffe, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt weiß. Und deswegen gerade auch dort, wenn die Türkisch dann sprechen, da hast du dann jemanden vor Ort, der alles für dich translaten kann. Und wir wurden vom Flughafen abgeholt. Also alles wurde für uns organisiert und alles wurde einfach per WhatsApp geregelt. Und das fand ich so geil. Auch jetzt im Nachhinein hat er mit Medical Exclusive fast täglich Kontakt, kann denen einfach Fotos schicken, kann Fragen schicken auf Deutsch und die antworten eigentlich innerhalb von 2 Stunden spätestens. Ja. Und dann weiß Roman Bescheid. Also selbst zu Weihnachten haben die sofort irgendwo geschrieben. Okay, die Türken feiern. Ja, aber, aber trotzdem. So, trotzdem. Ja, ja. Ne? Also du hast sofort eine Antwort gehabt auf eine Frage, die einfach wichtig war in dem Moment. Und das fand ich ziemlich cool geregelt, weswegen ich niemals, glaube ich, auf die Idee kommen würde, das ohne einen solchen Partner zu machen. Ja, also, weil ich wüsste überhaupt gar nicht, wo komme ich unter, wie komme ich überhaupt dann dahin, wie komme ich vom Flughafen dann wieder weg. Was wird alles gebraucht. Genau, und das wurde alles für uns organisiert und war alles im Preis mit inbegriffen, und das also ist schon geil. Und um Sorglospaket, kann man sagen. Top. Genau, kommen wir so gesehen schon zur dritten Frage. Wie war der Ablauf der Reise? Also das, was ich gerade eben schon kurz zusammengefasst habe. Und wir dachten eigentlich, dass wir einen Vlog dazu einfach nur drehen. Und weil aber die Fragen von euch explodiert sind, ist dieses Video jetzt eben ein bisschen was anderes geworden. Wir wollen euch aber unsere Reise und eben das, was ich gerade erzählt habe, wie das dort abläuft, wie es dort aussieht, wie es was es für Probleme beim Flug gab oder beim Hotel. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Dementsprechend seht ihr das jetzt einfach hier ganz kurz. Ich hab's, was passiert hier gerade? Also aktuelle Situation, wir sind schon 1,5 Stunden, 2 Stunden. Ja, knapp 2 Stunden sitzen wir jetzt schon im Flieger. Es war was mit dem Flugzeug. Alter, hier ist ein Drama gerade. Also jedenfalls, wir sitzen hier schon knapp 2 Stunden im Flieger, weil irgendwas am Flugzeug war. Eine Pumpe ist kaputt. Jetzt hat sich das wohl irgendwie geklärt, und jetzt, wir wissen es nicht, weil es wird die ganze Zeit nur in Türkisch geredet, deswegen verstehen wir nur die Hälfte. Entweder möchte jemand aussteigen und dem sein Gepäckstück muss jetzt gesucht werden, sein Handgepäck, oder der musste aussteigen wegen Corona. Wir wissen es jetzt noch nicht so ganz genau, das Gepäck muss raus. Also die Stewardessen gehen jetzt hier durch jedes Handgepäck gerade durch und fragen, von wem das ist. Wahnsinn, ey. Also ich mache 3 Kreuze, wenn wir da heute mal ankommen. So, ihr Lieben, wir sind angekommen, 2 Stunden Verspätung. Und ja, jetzt suchen wir unseren Fahrer, der uns da zum Hotel erstmal bringt.
Wir sind gelandet in Istanbul. Türkischer Bazar. Daher kommt der Name, glaube ich, auch, oder? Ich glaube auch. Oh Gott. Jedenfalls haben wir endlich jetzt unsere, also wir mussten die ganze Zeit nach einem Driver Service Ausschau halten, so gesehen. Den haben wir jetzt endlich gefunden und jetzt warten wir auf den Fahrer, der uns jetzt ja, so eine Stunde noch bis zum Hotel bringt. So, so sieht es übrigens in unserem Shuttle jetzt aus. Filmen wir uns gegenseitig jetzt? Ja. Ich würde sagen, dass... So, jetzt gucken wir mal, wie der Verkehr wird, ne? Schön ist das. Nice. Ach Leute, wir haben einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt heute. Das so, will heute alles nicht so, wie wir das wollen. Jetzt sind wir endlich im Hotel angekommen. Jetzt hat unser Zimmer einen Wackelkontakt. Oh, ja, lass so. Oh Gott. Naja, aber es sieht schön aus. Warte, ich zeig's euch einmal, solange das Licht an ist. In Blitzgeschwindigkeit haben wir uns jetzt schneller fertig gemacht. So, 23.16 Uhr und wir sind jetzt in der türkischen Empfehlung von unserem oder von Romans Arzt jetzt morgen. Mhm. Und was essen wir da jetzt eigentlich gerade? Ist das Soße? Ja, das ist irgendwas Scharfes, pikant. Okay. Es wird übrigens immer mehr aufgetischt. So, Schatz, was sagst du? Also. Ich glaube, jetzt kam die Hauptspeise an. Man darf nicht. Noch nicht. Und? Scharf. Scharf oder heiß? Sag was. Heiß. Scharf. Da trinken wir mit Wein nach. Wie bist du? Entschuldigung, ich muss den Salat löffeln. Ich halte euch mal auf dem Laufen, ob sie es überlebt. Oh, die Feine. Ich habe das Gefühl, meine Zunge brennt. Kennst du das, wenn du so scharf isst, dass du denkst, dass deine Zunge anschwillt und irgendwie taub ist und irgendwie, als würde sie bluten? Komm, mach du mal, Schatz. Wenn, dann leiden wir zusammen. Aber mach wenn nicht ich nur jetzt, wenig. Ich habe wirklich, wirklich genau, gedacht, also dass es mir voller egal, wie ich jetzt reagiere. Wenn ich jetzt ganz cool bin, dann sagst du, ich habe zu wenig genommen, ja. Oder es waren keine Kerne mehr drin. Ja. Oder ich mache jetzt, oh mein Gott, das tut so weh, das ja. Brennt. Und dann würde ich dir sagen, ja, siehst du. Ja. Ich brauche Kot, Wasser ist nicht gut. Schön, mit mir verheiratet zu sein, glaube ich. So, wir haben uns beide wieder akklimatisiert. Die grünen Dinger bleiben einfach da drauf. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr das Gefühl, dass dieses Weinglas schief ist und ein bisschen nach da zeigt? Ich sage ja und Roman sagt nein. Jetzt wird gegessen und sofern nichts weiter passiert, sehen wir uns einfach morgen und höchstwahrscheinlich schon in der Klinik. So, jetzt gerade vom Frühstück wieder rein und jetzt geht's gleich los. In einer halben Stunde werde ich abgeholt. Dann gehen wir mit dem Geschäftsführer und seiner Frau nochmal was essen. Und dann geht es zwischen 13:30 und 14 Uhr bei mir los. Und genau, dann meine OP wird zwischen 7 und 8 Stunden gehen. Das heißt, ich werde erst so zwischen 9 und 10 Uhr dann fertig sein. Total geschafft wahrscheinlich. Und dann werde ich dann nur noch ins Hotel gehen und mich ausruhen. Bin mal gespannt, wie die Schmerzen sein werden. Aber dann nehmen wir euch natürlich total gerne mit. Die Roman macht sich jetzt die Haare für seine Haar-OP. Ja. Das ist logisch. So, hier ist einmal übrigens die komplett von vorher. Ja, man könnte jetzt vielleicht denken, ja, so schlimm ist es ja gar nicht, aber ich glaube schon, dass man sieht, wenn man mal die Haare so ein bisschen zur Seite macht, dass es schon ein bisschen dünner wird, ne? Oder schon deutlich ja, dünner. Ja, doch. Also, das war jetzt, das darf nur ich sagen. Hallo, nicht du. 10.30 Uhr und wir wurden jetzt abgeholt und werden jetzt zur Klinik gefahren. Dankeschön. Karla wird um 7 Uhr. Hallo. So,
So, hier sind wir jetzt gerade in der ersten Praxis so gesehen angekommen. Und dann hängt einfach Roman da. Wie witzig ist das denn bitte? Also hier, so sah sein Vorher aus. Also ihr seht, ne, die Geheimrats... Sind das schon noch Geheimratsecken? Also Roman, auf ganz blöd gesagt, hatte hier so ein Inselchen noch. Ne? Und das ist dann nachher. Krass sind's. Da wollen wir hin, ne? Der Vorname, Geburtsdatum. Haartransplantation hier, wenn du so ein Perfektionist, besessener Perfektionist bist wie ich, dann bitte das einhalten. Wann darfst du Sport treiben? Wann darfst du, da gibt es noch die Rückseite, wann darfst du schwimmen? Wann darfst du im Chlorwasser, Salzwasser, Haarfarbe? Ich empfehle allgemein, nur, das kann ich dir jetzt vorweg entnehmen, halt dich fern von chemikalischen Produkten. Wir geben dir jetzt diese Produkte jetzt auch mit, die du auch bestellt hast, aber wir geben dir zusätzlich erstmal das mit. Das ist jetzt, das geben wir vielen mit auch. Das könnt ihr auch bei uns dann auch zusätzlich bestellen. Das ist eigentlich so ein Everyday Shampoo, benutze ich selber auch schon fast seit 2,5, 3 Jahren. Das ist so ein Gelformat, ist ein angenehmes Gefühl, macht dich auch frischer, parabenfrei und pH-neutral. Danach tatsächlich wurde dann Romans Kopf schon rasiert. Das haben wir jetzt hier im Schnelldurchlauf auf jeden Fall einmal für euch. Ja. Da ging es los, das war glaube ich so mit der schwerste Schritt für dich, glaube ich. Ne? Ja, ich muss schon sagen, also ich bin ja nicht umsonst bei einer HOP, das heißt Haare sind mir wichtig. Aber für die Methode, für die ich mich entschieden habe, war einfach eine Vollrasur vonnöten und Haare wachsen ja nach. Und daher war es halt so, wie es ist. Ich finde es auch nicht schön. Okay. Ich habe mich dran gewöhnt. Frage Nummer 4. Wie verlief die OP? Ja, angefangen hat es eigentlich, das war tatsächlich noch vor der Rasur, muss man ganz kurz sagen. Vor der Rasur wurde Roman noch die Haarlinie eingezeichnet. Also es gibt wohl auch Methoden, dass das eine Maschine macht. Bei uns hat das der Arzt selber gemacht und das fand ich gut. Fand ich auch ganz gut, weil der wirkte sehr kompetent. Total. Und der hat das vor der Rasur gemacht, um natürlich zu sehen, wo sind die kahlen Stellen. Wenn die Haare ab wären, dann wäre alles kahl. Ja. Und hat mir die Haarlinie nochmal nachgezeichnet, hat geguckt, okay, wo ist viel Spenderhaar vorhanden, wo kann er was entnehmen, wo muss was eingesetzt werden und hat dann anhand einer Tabelle geguckt, okay, vorne werden 2000 Grafts in dem vorderen Bereich verpflanzt und hinten reichen eigentlich 1000. Warum ich gut finde, dass das nicht eine Maschine gemacht hat, sondern eher, weil er geschaut hat, wie Romans Mimik einfach genau ist. Das war für mich vorher gar nicht so bewusst, weil die Frage nämlich auch kam, warum du das hier zum Beispiel nicht zugemacht hast. Ja. Genau. Und zwar ein ganz klarer Grund, wenn ich jetzt mit der Stirn runzeln würde und die Haarlinie wäre zu tief, dann bewegt sich hier oben. Würden hier die Haare sich mitbewegen und das sieht natürlich total unnatürlich aus. Und dementsprechend kann man sich da wirklich den Leuten in Vertrauen voller Hände geben. Das nächste war tatsächlich ganz neu für mich. Ich habe Roman ein bisschen leiden sehen. Ja, nee, was heißt also, ja. Man muss vorweg sagen, die gesamte OP war Roman unfassbar entspannt. Also, ja, dass sogar die Ärzte vor Ort gesagt haben, boah krass, also, das sieht so aus, als würde er gerade eine Massage bekommen einfach. Ja, also, aber worauf, bei dem Punkt war er nicht entspannt. Worauf Annika anspielen möchte, ich kann es nicht so sehen, wenn mir eine Nadel in den Körper gesteckt wird. Ich habe kein Problem damit, aber ich gucke einfach weg. Also ich gucke dann, wenn es mein linker Arm ist, dann gucke ich nach rechts. Und dann ist es gut. In der Regel funktioniert es auch ganz gut, weil man bei mir gut die Adern sieht. Nee, also es musste auf jeden Fall einen Zugang gelegt werden. Es wurde ihm auch Blut übrigens abgenommen. Genau. Um einfach ja, zu testen, ob Roman gesund ist und ob das überhaupt funktioniert. Und dann wurde ihm ein Port gelegt, dass falls was ist, dass er an den Tropf angeschlossen werden kann. Genau, oder Medikamente mir direkt dann in den genau Körper gepumpt. Schmerzmittel oder was auch immer. That's genau the only thing. Und dann ging es los, dass er eine Vorbetäubung bekommen hat. Und die hat er beim letzten Mal nicht bekommen. Da sind wir einen Schritt weiter. Also man hat schon gemerkt, dass in den letzten 6 Jahren sich was verändert hat, sich eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Und zwar wurde ich quasi mit einer Art, kannst du vielleicht besser. Boah, das sah so aggressiv aus, das ist echt krass. So also Art, da hätte ich gedacht, dass das richtig wehtut. So eine kleine, ja, ihr seht das ja hier, so eine kleine Art Pistole, was eine kleine Nadel in meinen Hinterkopf
gestanzt, wirklich. Wird gestanzt. Das sah ja, wirklich also so aus. Das hat sich nicht so angefühlt, hast du gesagt, gell? Nee, das, weil es halt so schnell ging, merkst du halt nicht, wie die Nadel eindringt. Das ist jetzt wirklich so ein Bap, Bap, Bap. Also ihr seht das ja hier. Und das war neu für mich, weil man muss sagen, das einzige Unangenehme an der ganzen Operation sind die Betäubungsspritzen. Weil die gehen direkt, man hat nicht viel zwischen Haut und Knochen am Schädel. Und die sind auch relativ lang und flexibel und werden richtig dazwischen geschoben. Das ist unangenehm, aber durch die Vorbetäubung war es akzeptabel. Es war nicht schön, aber es war akzeptabel. Also es war auf jeden Fall besser, hat Roman gemeint. Also, und das war auch das, also habe ich ja gerade schon gesagt, das war das Einzige, wo Roman ein bisschen angespannter gewirkt hat. Erst wurde hier hinten dieser Bereich gemacht, weil zuerst die Haare natürlich entnommen werden müssen, um dann eingesetzt zu werden. Genau, jedenfalls hat er dann hier hinten diese Betäubung erstmal gehabt und dann wurde Kochsalzlösung injiziert. Dass einfach der Kopf so ein bisschen größer wirkt, so dadurch auch die Poren natürlich größer werden und der Abstand zwischen den Haaren leichter zu sehen wird, weil dann es auch schon angefangen hat, dass die Haare ausgestanzt wurden. Genau, das ist einfach für die Ärzte und Chirurgen einfacher zu arbeiten ist. Ein bisschen mehr Platz, man sieht mehr. Und dann wurden die Haare ausgestanzt. Und ich stand erstmal daneben und ich war so, ach, jetzt fängt es schon an, krass. Also, weil das war ein Gerät, was in dem Sinne so wie so ein Loch vorne hatte. Und sie hat dieses Loch über die Haare drüber gelegt oder über die Haarstoppeln, die ja noch da waren. Also eigentlich waren ja nur noch Wurzeln da. Deswegen halt auch die Rasuren. Genau. Und es wurde ja auch richtig glatt rasiert nochmal. Also nicht nur getrimmt, sondern richtig rasiert nochmal. Mhm. Und dann wurde einfach dieses Loch über die Wurzel gelegt und dann wurde einfach gestochen. Und es wurde einfach ausgestanzt, wortwörtlich. Ja. Wie so bei Plätzchen. Ja, und ich war die ganze Zeit so, hä? Also wird das Haar jetzt in das Gerät eingesaugt? Nee. Sie hat erstmal gestanzt alles, die Haare erstmal drin gelassen und dann stückchenweise kurz aufgehört zu stanzen und dann die Haare rausgezogen. Und das sah so satisfying schon aus. Ich bin ausgerastet hier in diesem OP-Saal und war so, ich will auch ziehen. Ich hätte mich nie so eingeschätzt, aber ich fand es sehr interessant. Und dann wurden die Haare einzeln rausgezogen und dann hat sie die einfach mit so einer Pinzette aufgefangen und in so eine Petrischale einfach mit rein. Mit Kochsalzlösung. Genau. Und dann hat sie das, also es waren zwei Frauen, die das gemacht haben. Sie hat dann weiter gestanzt, hat diese Petrischale ihrer Kollegin gegeben und die Kollegin hat dann die Haare oder die Grafts, sagt man eben dann dazu, hat sie die raussortiert und währenddessen auch schon gleich gezählt, weil vorher eben ja ausgemacht wurde, wie viele Haare Roman maximal entnommen werden können, damit hier hinten keine freien Stellen entstehen. Genau, und auch ganz wichtig, das kommt jetzt gleich. Es müssen ja auch Löcher gemacht werden, damit der Arzt weiß, wie viele Löcher denn überhaupt geritzt werden müssen. Es sah auch ziemlich krass aus, wie diese Haare auf diesen Dingern drauf waren. Also es waren... Seht ihr hier auch. Ich weiß, jetzt wird es für manche vielleicht irgendwo eklig, aber für mich sah es aus wie lauter kleine Maden. Nee, und dann wusste man, okay, dir wurden 3004, glaube ich, ne? Genau. 3004 Grafts entnommen. Dementsprechend musste der Arzt 3004 Löcher machen. Und der hat das mit einer Ruhe gemacht und aus dem Handgelenk raus. Das sah so geil aus. Er saß da einfach und hat halt immer Romans Kopf so gedreht, wie die Haarwuchsrichtung ist. Weil er musste den Schritt machen, dass die Löcher, er konnte jetzt nicht einfach hier 3000 Löcher so pieksen, weil sonst würden ja alle Haare so rauswachsen. Ja, so quasi ineinander und total blutig und durch und einfach nicht gut, nicht natürlich aussehen. Also, weil die Haare so anwachsen, wie das Loch gestanzt wurde. Und dementsprechend hat er den Kopf sich immer so gelegt, wie es ihm halt dann gepasst hat. Mhm. Und hat diese Löcher gestanzt und hat dieses Gerät so leicht gehalten und hat immer tack, 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 tack. Und daneben stand seine Assistentin und hat mit dem Handy bei jedem Duck, was er gemacht hat, hat sie gedrückt, damit letztendlich, weil er jetzt nicht gezählt hat, während er das gemacht hat, sie auf dem Handy dann gezählt hat, okay, jetzt ist Schluss, wir haben mehr als genug Löcher so gesehen vorbereitet. Und dann kam auch schon der nächste Schritt, Arzt ist wieder rausgegangen und die zwei Assistentinnen haben angefangen, die Haare auf diesen Dingern zu nehmen, die auf... Die hatten die Handschuhe, haben die vorher nass gemacht mit Kochsalzlösung,
haben dann die Haare da drauf gelegt und haben das dann wie so einen Wachsstreifen abgezogen. Fand ich auch sehr interessant. Mhm. Und dann sind die Haare auf dem ihren Handrücken, also oder auf diesen Handschuh. Ey, das sah so geil aus. Waren tatsächlich super fest auf dem Handschuh drauf und dann haben die hier so gearbeitet und haben Roman die Maden in die Löcher geschöpft. Ja. Wenn du das und wenn ich geduft hätte, dann hätte ich auch einmal gestopft, nee, ehrlich. Klasse. Es war so geil, es war so, ich hätte Stunden zu gucken können. Ist echte Fummelarbeit, muss man wirklich sagen, ne? Absolute Boah. Geduldsarbeit und das sieht vielleicht dadurch, dass sie so geprobt ja. dass sie so... so einfach wird das nicht sein. Genau, so professionell sind, sieht es vielleicht leicht aus, aber du musst halt auch genau die richtige Tiefe erwischen. Ja. Die Crafts dürfen nicht zu tief, aber auch nicht zu oberflächlich eingesetzt werden. Weil sie sonst entweder gar nicht rauskommen oder sofort rausfallen könnten. Genau, und also das muss man schon sagen, Hut ab vor denen, wie die das gemacht haben. Absolut, absolut. Auch mit was für einer Geduld und also Professionalität Zeit, und sagen aber wir jeder auch Schritt. Nachher, aber das war ja Stunden hat das gedauert. Aber das, aber jeder Schritt war komplett durchgeplant und eine Hand hat in die andere gegriffen. Ja, voll. Das war gut. Ja, als letzten Schritt von der OP war dann eigentlich nur noch, dass dir der Kopfverband gesetzt wurde. Genau, im hinteren Bereich, nur in der Entnahmestelle, im Spenderareal, so heißt das, heißt der Fachbegriff. Genau, weil das war wie rohes Fleisch. Jeder ist ja wahrscheinlich schon mal hingefallen, hat eine Schürfwunde gehabt, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und damit ich die erste Nacht überstehe, wurde mir da ein Verband gesetzt und vorne so eine Art Stirnband gemacht, damit diese ganze Kochsalzlösung nicht zu schnell in mein Gesicht läuft. Ja, und was man jetzt auch noch dazu sagen muss, das ganze Blut, was ihr jetzt hier seht. Ich habe nämlich auch gefragt, ich so, boah krass, wie viel Blut verliert er denn so während einer OP? Und ihr kennt ja diese türkischen Tee. Tassen, oder? Also es gibt ja so diesen typischen türkischen Tee und der wird immer in so kleinen Tassen. Und die haben gesagt, nur die Hälfte dieser Teetasse verliert Roman an Blut. Und das sieht jetzt hier so viel aus, wegen der Kochsalzlösung, weil ihm ja überall diese Kochsalzlösung eingespritzt wurde. Ja. Und dadurch, dass er dann gelegen hat, hat er die schon rausgepresst aus den Löchern. Er hat ja richtige Löcher hier hinten drin. Und Roman war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Er hat einmal ganz kurz, das ist zu erwähnen, er ist wohl einmal schlapp geworden. Ich weiß es nicht so recht. Ich kam irgendwann jedenfalls in den OP-Saal wieder rein und dann hing er tatsächlich am Tropfen. Ja, da muss ich dazu sagen, da wurde mir ein Medikament gegeben, was mich so ein bisschen dösig, entspannt macht, weil das Einsetzen dann auch nochmal 2 Stunden gedauert hat. Und dann lag halt schon eine ganze Zeit. Und da war ich halt so komplett entspannt, so wie in so einer anderen Himmelsphäre. Also war ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gefühl, ein bisschen schläfrig und diese 2 Stunden, die gingen rüber wie im Flug. War sehr schön. Das war jetzt so gesehen die OP, aber für wen das nichts ist, wir werden jetzt alle möglichen Fragen zu der OP nochmal hier beantworten. Wie beispielsweise, wie lange hat deine OP gedauert? Meine erste, also wie gesagt, vor 6 Jahren war die, ging 8 Stunden. Also war echt ein Brett. Die zweite ging jetzt tatsächlich 5 Stunden. Und da hatte ich also quasi das Rad da auch weitergedreht. Ich war vorher auf Toilette, habe vorher was gegessen, sodass es für mich klar war, dass ich die 5, 6, 7 oder 8 Stunden durchhalten kann. Wie lang hat denn dann jeder Teil bei der aktuellen OP jetzt gedauert? 2 Stunden Entnahme, eine Stunde Löcher setzen, 2 Stunden einsetzen, sodass wir insgesamt auf 5 Stunden gekommen sind. Welche Methoden gibt es denn und welche hast du denn gewählt und tut es weh? Also aktuell gibt es glaube ich so 2 Methoden. Das ist einmal die FUE-Methode, für die ich mich auch entschieden habe, und die DHI-Methode. Bei der DHI-Methode hast du den Vorteil, dass nur das Spenderareal, also da wo die Haare entnommen werden, rasiert werden müssen. Und für ein gutes, sauberes Ergebnis würde ich immer die FUE-Methode empfehlen. Das ist die 2. Methode, für die ich mich dann auch entschieden habe. Das heißt zwar, dass du eine Vollrasur bekommst, aber der Arzt oder die Ärzte können sehr gut arbeiten, haben alles im Überblick, können die Haare sehr dicht setzen. Das Ergebnis wird langfristig oder mittelfristig deutlich besser sein, weil auch die Pflege deutlich einfacher ist.
da auch nochmal tat das weh. Wir haben es jetzt in dem OP-Video ganz kurz erklärt. Aber Roman lag unfassbar entspannt da und das Einzige, wo er mal angespannt war, waren die Betäubungsspritzen. Ja, das ist das Einzige. Alles andere ist wirklich ein Kinderspiel. Da braucht ihr keine Angst vor haben. Wie viele Grafts wurden dir gesetzt bei der ersten und bei der zweiten OP? Also man muss vorab erstmal sagen, wir Menschen haben zwischen 90 und 150.000 Haare auf dem Kopf. Also das ist eine ganze Menge. Und bei mir wurden in der ersten OP 3.500 Grafts und bei der zweiten OP diese 3.004 Grafts hinten entnommen und oben eingesetzt. Kommen wir zur Frage, warum denn aus dem Hinterkopf? Und zwar gehört der Hinterkopf zur Körperbehaarung. Viele kennen das Phänomen, dass alte Leute eine Glatze haben oder diesen Mönchskranz, sag den ich Mönchskranz. Immer. Hier hat man Haare oben nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass die DNA der Haare so veranlagt ist, dass zur Körperbehaarung zählt. Und der große Vorteil ist, diese Haare fallen nie aus. Also alle Haare, die transplantiert werden, haben die gleiche DNA, wie sie vorher hatten und fallen nie aus. Dann kommen wir jetzt zur meistgestellten Frage und die viele natürlich auch interessiert. Money, wie viel hat denn diese OP gekostet? Also war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ich mich für die Türkei entschieden habe. Letztendlich habe ich für die ganze OP 1.500 Euro gezahlt. Was ist in diesen 1.500 Euro drin? Es ist der Transfer vom Flughafen zum Hotel. Hotel ist inklusive, Verpflegung ist inklusive, Bluttest, die ganzen Sachen, PCR-Tests, die alle sind drin, die OP ist drin, die Teil der Medikamente sind drin für die Pflege danach und Transfer vom Flughafen, vom Hotel zum Flughafen, alles drin. Wie teuer ist es in Deutschland? In Deutschland sagt man so Pi mal Daumen 3 Euro pro Graft. Das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Das wären wir bei knapp oder gut 9.000 Euro gewesen. Das ist so ein krasser Unterschied. Und das ist schon ein großer Unterschied. Und der Qualitätsunterschied ist einfach nicht gegeben. Und dementsprechend. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Warum denn eigentlich die zweite OP, wenn doch die Haare nie wieder ausfallen und wie lange hält das dann jetzt eben? Also ja, wie gesagt, bei der ersten OP hatte ich schon noch relativ viel Haar, nur die Geheimratsecken haben mich halt gestört. Daher wurden die Haare hauptsächlich im vorderen Bereich eingepflanzt, so ein paar noch dazwischen, ja, aber dass die Lichtheit, die jetzt entstanden ist, liegt einfach daran, dass die Haare, die ich damals noch hatte, mittlerweile ausgefallen sind. So, und was der Arzt gesagt hat, was ich mega interessant fand, ja. Ein paar Grafts, die damals verpflanzt wurden. Nur ein paar, er hat gesagt, hier hinten das komplette Areal. Wurde nicht richtig aktiviert. Also das heißt, ich habe zu wenig Kopfmassagen gemacht oder bekommen. Lag vielleicht daran, dass ich zum damaligen Zeitpunkt Single war. Er hat es halt einfach nicht richtig gepflegt, Roman, das muss man so sagen. Ne? Nicht so also ich hatte auch nicht das Wissen, was ich jetzt habe, muss man auch ganz klar sagen. Also auch da hatte ich Medical Exclusive nochmal gesteigert. Man bekommt ein richtiges Handout mit den Tagen, wo man was machen kann. Also wirklich selbst für mich super war es dann super einfach und verständlich gemacht. Und ja, jetzt ist es das Ziel natürlich, die Haare jetzt auch nochmal zu aktivieren. Und bedeutet, so volles Haar, wie Roman jetzt bekommen wird, das hat er noch nie gehabt. Ich bin ganz so, boah. Mal gucken, was wir da, wir kriegen so ein kleines Monchichi. Die nächste Frage, die Leute tatsächlich interessant fanden, ab wann kann man eine Kopfbedeckung tragen? Also du bekommst für die ersten 2 Tage so ein Bandana-Tuch mit, was man ganz locker und fluffig auflegt. Ich habe es aber nicht genommen, weil mich zum einen die Blicke nicht gestört haben. Und zum Zweiten ist frische Luft das Beste zur Wundheilung und dementsprechend habe ich einfach darauf geachtet, dass ich mich nirgendwo stoße, dass nichts raufkommt, aber das Tuch habe ich eigentlich nicht benutzt. Also wirklich, wenn ihr die ersten 4-5 Tage gut überstanden habt, seid ihr eigentlich aus dem Gröbsten raus. Da vielleicht auch noch ganz kurz, ab wann kann man den Sport wieder machen? Man sagt nach 1-2 Wochen leichten Sport, sprich Joggen, Golfen, Radfahren, so diese ganzen Sachen. Ja, Schwimmen, Sauna sollte man dann einen Monat drauf verzichten. Kraftsport sollte man 4 Wochen pausieren, weil der Blutdruck natürlich dann nach oben geht und das nicht so gut für die Wundheilung
Ist. Dann gehen wir doch gleich mal über, was ist denn die besondere Pflege danach? Worauf muss man achten und sind vielleicht so die Sachen, die uns aufgefallen sind währenddessen? Nach der ersten Nacht hat Roman tatsächlich ein Video gleich gemacht, um seine Beschwerden direkt so gesehen einmal festzuhalten. Und das zeigen wir euch einfach ganz kurz. So, die erste Nacht überstanden. Sie war so lala. Ich glaube, ich habe insgesamt 4 Stunden geschlafen. Vom Schmerzempfinden war es eigentlich... Schlafen konntest du eigentlich nicht, ne? Ja, so richtig nicht. Also vom Schmerzempfinden war es eigentlich okay. Ich hatte keine Probleme. Allerdings, dieses ständige auf dem Rücken liegen, hat irgendwann... Ja, habe ich einfach meinen Rücken gespürt und konnte mich irgendwie auch nicht drehen und wenden, weil ich ja aufpassen musste, dass ich nirgendwo mit dem Kopf anschlage. Dementsprechend war es so lala. Ich hatte Schmerztabletten, ich habe Schmerztabletten bekommen, die werden hier immer eingezeigt. Das sind zum einen Schmerztabletten, Blutverdünner, damit die Crafts gut mit Blut versorgt werden, Antibiotikum gegen Entzündungen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ist nicht viel Grind drauf und jetzt checken wir aus und dann geht's zum Flughafen. Dann die erste Nacht in Deutschland, kann man ja sagen, nach dem Flug, war Annika so lieb und hat den Verband abgemacht. Das seht ihr hier auch. Man sieht schon, dass die Wunde hinten, also das Spenderareal, schon ein bisschen gesifft hat. Deswegen war die erste Nacht auch nicht so gut. Annika war so lieb und hat mir so Windelunterlagen besorgt, damit wir nicht die Bettwäsche komplett einsauen. Das war eine gute Sache, glaube ich. Nehmt sowas vielleicht tatsächlich auch mit in die Türkei, weil ihr die erste Nacht dort verbringt. Die zweite Nacht auf dem Rücken war nicht besser, aber wie gesagt, es war einfach wichtig für die Wuchsrichtung. Ja, dann Tag 4. Ich meine, die Annika bei Instagram folgen. Sehr amüsant. Haben ja mitgekriegt, dass diese Kochsalzlösung, die mir gespritzt wurde, dann natürlich auch irgendwann aus dem Körper abtransportiert werden muss. Und das geht meistens über die Lymphknoten, die man am Körper hat. Durch die Anziehungskraft ist natürlich die Flüssigkeit in mein Gesicht, durch mein Gesicht nach unten gewandert. Und man hätte das bestimmt beschleunigen können, wenn man irgendwo ein bisschen hier Lymphknoten massiert oder sowas. Macht Roman natürlich nicht. Ja. Er sah dementsprechend teilweise sehr lustig aus. Ich habe mich lustig gemacht darüber, ich durfte aber auch. Also man, das seht ihr jetzt hier auch im Video. Also ich habe hier dieses Donut, man konnte hier so einen Donut machen, hier reindrücken und dann ist das für 10 Sekunden so geblieben, war ganz witzig. Das lief dann quasi über die dicke Stirn, über die Nase, Rücken, Richtung Nebenhöhlen. Er hatte so eine dicke Nase, er sah aus wie einer von Avatar. Und das war dann so ab Tag 4, 5 war das dann auch gegessen, also ganz entspannt. Ja, jetzt seht ihr hier, so sieht das aus, wenn sich dann langsam so die Kruste verabschiedet. Man muss schon sagen, dass es so nach dem 4., 5. Tag auch leicht anfängt zu jucken. Man muss sich da so ein bisschen, Annika muss mich da mal ein bisschen zurückhalten, weil ich dann gerne so über mein Haar gestrichen habe. Ich musste ihm ja die Haare waschen, das können wir ja vielleicht auch parallel einmal hier ganz kurz einblenden, wie das Haarewaschen eigentlich funktioniert. Ihr habt eine Lotion, die ihr einwirken lasst, die sollen die Krusten ein bisschen aufweichen, aber wenn die nicht sofort weggehen mit dem Wasser, weil ihr sollt nicht einen Wasserstrahl richtig verwenden und ihr sollt auch nicht, also jetzt können wir so machen, aber das durfte man in den ersten Tagen nicht, also in den ersten Tagen war das wirklich, dass ich so ihm die Haare schamponiert habe. Da kann natürlich noch nicht viel Kruste weggehen, soll aber auch nicht, weil das sonst die Haare oder die Grafts nur rausziehen würde. Genau, und jetzt habe ich nochmal ein Video für euch, wie es genau nach einer Woche nach der OP aussieht. Und das zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, ziemlich genau vor einer Woche bin ich aus dem OP rausgeschoben worden. Und ihr seht, eigentlich kaum noch Kruste. Also... Da oben seht ihr jetzt noch so weiße Punkte. Das ist eine spezielle Salbe, die man ab dem 6. Tag auf so kleine Unreinheiten, Pickelchen, offene Wunden machen kann. Heute war der erste Tag, dass ich eine Wollmütze getragen habe. Die ist ja so ein bisschen enger gewesen. Deswegen hatte ich dann so nach einer Stunde so leichte Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, ob das so legal war. Hab mir heute die Haare zum ersten Mal selber gewaschen. Also, sag mal, für die ersten zwei Wochen ist vielleicht eine Partnerin oder jemand, der euch hilft, ganz gut. Ab dem 3. Tag kriegt es eigentlich auch selber hin. Und ja, außerdem habe ich täglich Kontakt zu Medical Exclusive. Also, wenn wir Fragen haben, wie jetzt zum Beispiel mit dem Pickelchen, was sollen wir machen? Sollen wir ausdrücken? Sollen wir diese Salbe rauf tun? Ja, jetzt freue ich mich, dann irgendwie nach 10 Tagen das Resultat zu sehen, weil nach 10 Tagen soll man immer noch mal Bilder schicken. Und
Dementsprechend bin ich gespannt, was die Ärzte sagen. Tag 8 habe ich, wie ich eingangs schon gesagt habe, zum ersten Mal Sport gemacht. Ihr seht jetzt hier, wie es war nach dem Sport. Ganz entspannt. War auch nur locker Joggen. Hatte keinerlei Probleme. Genau, dementsprechend kommen wir dann aber eigentlich auch schon jetzt zur letzten Frage. Ab wann sieht man denn eigentlich Ergebnisse? Ja, nach 3 Monaten sieht man den ersten Babyflaum, der nachwächst. Nach 6 Monaten sieht man dann wirklich deutlich mehr Haar. Und man sagt, nach 12 bis 18 Monaten hat man dann das endgültige Resultat erreicht. Also man braucht ein bisschen, wie sagt man so schön? Geduld. Man braucht ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich. Und wie gesagt, nach einem halben Jahr ist man eigentlich so weit, dass man sagt, boah, ja. Also da sieht man jetzt schon eine deutliche Veränderung. Und nachdem wir jetzt, wir wollten euch nicht warten lassen auf dieses Video, deswegen musstet ihr euch jetzt dieses Ergebnis erstmal anschauen. Und wenn ihr aber eben diese Schritte und jeden Tag ein bisschen was haben wollt und wenn ihr auch so mal Fragen habt, dann stellt die gerne auf Instagram. Ich werde auch einen Highlight-Button werde ich da auch machen, dass ihr da immer wieder reingucken könnt und den aktuellsten Stand sehen könnt. Und da werdet ihr ja definitiv dann das Endergebnis und alles Mögliche sehen. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, dass wir so viele Fragen wie möglich irgendwo beantworten konnten. Wie gesagt, wenn ihr noch welche habt, schreibt sie unten einfach mal in die Kommentare rein. Lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr vielleicht sogar sagt, hey cool, mega interessant geworden, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Das war's jetzt also von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf Instagram vorbei und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Bis dann.